So, willkommen zu meinem Tutorial zum Thema Serverwartung, Servereinrichtung und Konfiguration. Das hier ist das erste Tutorial, das Grundtutorial mehr oder weniger. Alle anderen Tutorials werden auf diesem hier aufbauen. Das heißt, ja, ihr solltet auf jeden Fall dieses Tutorial sehen, wenn ihr ein weiteres gucken wollt, denn alle anderen Tutorials werden auf dieses hier als Basis setzen. Das heißt, ja. Diese Basiskonfiguration, die wir am Ende dieses Tutorials haben, wird der Ausgang für alle weiteren Aktionen sein. So, ich empfehle euch auf jeden Fall das Betriebssystem Debian auf eurem Server. Sollte es ein anderes sein, wie SUSE, wie Gentoo, wie Red Hat, dann müsst ihr eben eure Befehle anpassen. Dazu gehe ich aber nicht ein. Wie gesagt, ich mache mein Tutorial für Ubuntu-Debian, weil ich seit 7 Jahren Debian verwende und es eigentlich bisher immer das stabilste und ja, das mit den wenigsten Fehlern war. So, zuallererst benötigt ihr das Programm Kitty oder Putty. Downloadbar. Die Download-Links findet ihr bei mir in der Videobeschreibung. Ich habe mich für Kitty entschieden, einfach, ja, ich mag Katzen. es gibt noch ein paar kleine, ich sag mal, Anpassungen, ein paar Features, die Kitty hat, die ich persönlich sehr nützlich finde. Andere finden sie eher nervig. Wie gesagt, probiert sie einfach aus, welches euch besser liegt. So. Ihr habt von eurem Provider eure Daten gekriegt. Eine IP, ein Benutzername und ein Passwort. Das Ganze könnt ihr jetzt hier in Kitty eintragen. Erst die IP-Adresse von eurem Server. Und den Port. Der Port ist eigentlich immer Ausrufezeichen. Der Port ist immer Port 22. Oh, Entschuldigung. Einfach aus dem Grund, weil ja, ist Standard einfach. Ist eine Norm, ist festgelegt, ist immer Port 22. Den müssen wir auch später ändern, einfach aus dem Grund, weil dadurch, dass er eben Standard ist, wissen halt auch sämtliche Script-Kiddies, sämtliche Cracker Bescheid und man sollte ihn einfach ändern. Es sei denn, man möchte halt Port 22 aus irgendeinem Grund überwachen, benutzen, was weiß ich. Aber ich werde euch auf jeden Fall erklären im Laufe des Tutorials, wie mache ich meinen Server sicher, wie ändere ich den Port, wie mache ich die Passwort-Authentifizierung aus, dass ich nur noch per Zertifikat einloggen kann. Und ja, wollen wir mal loslegen. Wie gesagt, IP-Adresse und Port eintragen und dann erstmal auf Verbinden klicken. Im Regelfall bekommt ihr jetzt eine Meldung über den Fingerprint. Das ist immer dann, er heißt, er kennt den Server nicht und ihr müsst zertifizieren, dass das auch wirklich euer Server ist. Also, wenn ihr euch nicht einloggen könnt, dann wisst ihr, ihr seid auf dem Falschen. So, dann loggen wir uns mal ein und sehen auch schon unsere Shell vor uns. Und hiermit geht der ganze Spaß eigentlich los. Die Grundfunktionen von Linux, also die Grundbefehle wie Datei erstellen, Datei kopieren, Datei umbenennen, die werde ich euch nicht beibringen, einfach weil wir das später alles mit einem Dateimanager machen. Allerdings, wenn ihr die wisst, ist es nicht schlecht, weil nicht alle Server haben den Midnight Commander. So. Zuallererst, wenn wir auf einen neuen Server uns verbinden, der noch nicht eingerichtet ist, sollten wir erstmal unsere Updates machen. Software Management läuft unter Debian komplett mit apt-get. Oder auch Aptitude und Ubuntu, aber ich glaube, das ist mit der 11.10 wieder runtergeflogen. Apt-get Update. Dadurch werden sämtliche Paketlisten aktualisiert. Die Paketlisten sind das interne Verzeichnis von Aptitude. Wo liegt die Software? Welchen Versionsstand hat die Software? Gibt es Updates? Gibt es keine Updates? Und durch diese Listen kann apt-get eben ein Software-Management machen. So, würden jetzt Updates anstehen, würde er mir das sagen, es stehen keine Updates an, würde ich Updates installieren wollen, müsste ich das Ganze mit apt-get upgrade machen. Da würde er mir jetzt eben sagen, die und die Software ist neu, die und die Software bitte installieren und ja, nein. Ähnlich wie bei einer Softwareinstallation, was wir jetzt auch gleich machen werden. Unser System hier ist aktuell, von daher müssen wir hier jetzt nichts machen. So, dann installieren wir jetzt mal unsere grundlegenden Systemprogramme, mit denen wir später arbeiten werden. Wir wollen Software installieren, deswegen apt-get install. Den Midnight Commander habe ich eben schon erwähnt, einen Dateimanager. Die ältere Generation würde ihn noch als Norton Commander kennen. Das hier ist eben eine Nachprogrammierung, auch das Standard-Tool eigentlich schlechthin. Gefolgt von htop. Das ist unser Task Manager, mit dem wir später Prozesse verwalten können, Prozesse töten können, Prozesse im Nice-Level runterstufen können, sehen können, welche Benutzer lässt welchen Prozess laufen und so weiter und so fort.
Dann einen Browser. Das Ganze ist ein textbasierter Browser. Nützlich, wenn wir irgendwas runterladen müssen, kommen wir auch im Laufe der späteren Tutorials dazu. Dann einen Alternativen, weil einige Seiten mit Links nicht funktionieren, darum eben Lynx, das ist ein alternativer Browser. Dann benötigen wir noch einen Texteditor. Empfehle ich persönlich Nano. Einfach aus dem Grund, er hat zwar nicht so viele Funktionen wie andere Texteditoren, aber für das, was wir machen, reicht er auf jeden Fall aus und er ist sehr einfach zu bedienen. So, das wäre so ziemlich die Grundkonfiguration. Hier sehen wir jetzt, wenn wir Enter drücken, folgende Pakete werden installiert. Hardtop, Lynx 2, Lynx MC. Möchten wir das tun? Ja. So, Software installiert und jetzt können wir eigentlich auch schon loslegen. Unser erster Punkt wird sein, den Server abzusichern, eben gegen sogenannte Dictionary Attacks oder sogenannte Brute Force Attacks. Es funktioniert so, wenn ich persönlich einen Server knacken möchte, ich weiß, auf Port 22 ist der SSH-Zugang, dann nehme ich natürlich den Benutzernamen Root. Und wenn ich ein schwaches Passwort habe, wie Susi oder Urlaub oder Stadt oder Hanswurst oder sonst irgendwas, ist es sehr leicht geknackt. Ich habe ein sogenanntes Wörterbuch und lasse ein automatisiertes Programm einfach die kompletten Wörterbücher einfach durchlaufen. Irgendwann findet er dann mein Passwort und dann hat er Zugang. Der erste Schritt, das zu verhindern, wäre ein richtiges Passwort zu wählen, also keins mit Susi, schön oder sonst irgendwas, sondern wirklich ein sicheres Passwort. Dazu verwende ich gerne einen Passwortmanager bzw. einen Passwortgenerator. Und zwar hier. Den Link findet ihr später auch in der Beschreibung, gajin.at. Hat hier eine wunderschöne Funktion. Serverpasswörter, Passwort erstellen, habe ich hier meine Serverpasswörter. Sind sehr gut, allerdings kann man sich die nicht wirklich merken. Darum werden wir uns später ein Zertifikat einrichten. Das hat dann viel mehr Schlüssel, viel mehr Zeichen und ist noch schwerer zu knacken. Und das muss man sich nicht merken. Aber dazu kommen wir später. So, wenn ihr euer Passwort ändern wollt, macht ihr das ganz einfach. PASSWD, Enter, geben Sie ein neues Passwort ein. Empfehle ich sehr, weil das Standardpasswort in eurer Weboberfläche ist, ja, man kann nachgucken. Das ist das Problem. So. Server absichern. Punkt 1. Wir ändern den Port von SSH-Zugang. Eigentlich recht einfach. Nano. Slash etc. Unter etc liegen alle Konfigurationsdateien. Das heißt, solltet ihr ein Backup einrichten, den Ordner am besten mitsichern. Auch wenn wir später unsere Programme einrichten, wie Apache, wie PHP, MySQL, immer die etc mitsichern, da liegen alle Konfigurationsdateien drin. Wir möchten den SSH ändern und dazu müssen wir die Datei SSHD bearbeiten. Es gibt noch eine SSH.config, die müssen wir jetzt momentan nicht bearbeiten, kann man später machen. Wir bearbeiten jetzt erstmal diese Datei, und zwar in Zeile 5, den Port 22. Den ändern. Wir haben als Auswahl Port 1 bis 65.535, also genug Ports, aus denen man wählen kann. Ports, die man nicht verwenden sollte, ist unter anderem Port 80. Darüber läuft unser WWW-Server später. Port 443, weil da läuft der SSL-Part, der Verschlüsselungspart unserer Webseite später drüber. Man sollte man auch nicht wählen Port 9987. Das ist der Standard Teamspeak-Port. Und ein paar andere Ports, auf die ich später in meinen anderen Tutorials noch eingehen werde. Wir wählen einfach mal, bitte nicht nachmachen, 122 ist jetzt ein anderer, aber auch nicht wirklich sicher. Von daher denkt euch einfach einen aus, den ihr euch merken könnt. So, den speichern wir jetzt. Und ja, dann haben wir jetzt den Port geändert. Jetzt müssen wir den SSH-Dienst neu starten. Slash etc, slash init.d SSH Restart. So, jetzt haben wir unseren SSH-Server neu gestartet. Wir sind jetzt auf einem anderen Port, also schließen wir hier, öffnen uns wieder unser Putty und jetzt können wir uns so 2.168.166.66 und unser Port war 122. Zack, jetzt können wir uns wieder einloggen mit unserem Passwort. Und sind wieder auf unserer Maschine über einen anderen Port. Das
Ich zeige. Nee, machen wir später. So, der zweite Punkt, wie man sich absichern kann, ist, wie gesagt, das Passwort zu ändern. Punkt 3 wäre jetzt noch, dass man das Passwort komplett deaktiviert und sich nur noch über ein Zertifikat einloggt. Zertifikate haben den Vorteil, es ist eine Datei. Man muss an die Datei rankommen, um sich auf dem Server einloggen zu können und eine Datei zu klauen. Besonders wenn man sie zum Beispiel auf einem externen USB-Stick mit sich rumschleppt, am Schlüsselbund oder abzieht, in die Schublade steckt, ist halt der Vorteil, man kommt nicht ran. Es ist eine physikalische Sicherung. So, das Ganze wollen wir jetzt auf jeden Fall mal einrichten. Dazu benötigen wir das Programm PuttyGen. Download-Link wie immer in der Beschreibung. Und damit können wir uns jetzt einen Key generieren lassen. Ich empfehle einen 2048-Bit starken Key und den generieren wir uns jetzt mal. Der Balken oben ist recht langsam, hat den Grund, das Programm benutzt sämtliche Hintergrunddienste und alles, was läuft, um sich eben einen Key zu generieren. Das Ganze kann man beschleunigen, indem man möglichst unauffällige Bewegungen, möglichst unvorhersehbare Bewegungen in diesem kleinen Feld unter dem diesem Key Generator macht. Und dann hat man auch schon sehr schnell seinen Key. So, da speichern wir uns jetzt einmal den Private Key ab. Irgendwo, am besten auf einem USB-Stick. Und den hier müssen wir jetzt kopieren. Wir markieren ihn am Anfang von SSH, na, bis ganz runter. Und hier unten sehen wir unser Datum. Das ist so der Endpunkt. Rechtsklick, kopieren. So, jetzt gehen wir zurück auf unseren Server. Und jetzt müssen wir, ja, arbeiten. Wir gehen in unser Home-Verzeichnis, einfach mit CD. Wenn man CD, Change Directory, ohne Parameter eingibt, kommt man immer in das Home-Verzeichnis des jeweiligen Users. Da erstellen wir uns jetzt einen Ordner. Make Directory, Punkt SSH. Der Punkt vor dem Ordner heißt, im Regelfall ist dieser Ordner versteckt. Wenn ich jetzt sage ls für List, ist der Ordner nicht da, aber ich kann trotzdem in diesen Ordner wechseln. Und da müssen wir uns jetzt eine Datei erstellen mit dem Namen Authorized Keys. Es geht ganz einfach. Nano Authorized Keys. So, hier müssen wir jetzt unseren Key aus Putty einfügen. Und das geht auch sehr einfach. Wie gesagt, wir haben ihn ja vorhin schon kopiert. Und dann müssen wir einfach nur einen Rechtsklick machen und unser Key ist eingefügt. Von RSA bis zu unserem Datum. So, das speichern wir jetzt ab und das war's dann eigentlich schon. Unsere Hauptkonfiguration, unser Key ist jetzt auf unserem Server eingetragen und wird zukünftig akzeptiert, wenn wir uns einloggen. Das Ganze demonstriere ich jetzt mal. Wir haben unseren Server-Key hier. Ich kann jetzt eben hier eine neue Datei anlegen, ein neues Lesezeichen. So, Port 122. Und jetzt wird es sehr interessant und vor allem auch sehr einfach, denn unter Data kann ich jetzt einen Auto-Login-Username eintragen. Das heißt, automatisch wird versucht, sich mit diesem User einzuloggen. Im Regelfall eben root und unter SSH gibt es eine Funktion out. Und hier kann ich einen Private Key File eintragen, eben dieses vorhin generierte Zertifikat. So. Jetzt kann ich dieses Ganze noch speichern als irgendein Name. Speichern. Wenn ich jetzt dieses Ding hier, dieses Lesezeichen lade und mich verbinde, werde ich automatisch mit Root und meinem Zertifikat eingeloggt und bin auf dem Server. So, das wäre Sicherung Nummer 2, Nummer 3 eigentlich. Jetzt noch ein starkes Passwort. Und eigentlich wäre der Server sicher. Was man jetzt nur noch sicherer machen kann, ist eigentlich die Passwort-Authentifizierung abzuschalten. Also dass er Passwörter als Login-Versuch überhaupt nicht mehr akzeptiert. Das geht auch sehr einfach. Wir öffnen wieder unsere SSH-Datei und da gibt es einen Trick, indem man auf den Pfeiltasten nach oben drückt, kann man sich immer den letzten Befehl raussuchen. Und wir müssen eben auf diesen hier und suchen uns hier jetzt den Schlüssel mit Permit Passwords oder Password Authentication. So, die Raute hier vorne dran bedeutet, dieser Schlüssel ist deaktiviert. Der wird nicht abgefragt. So, den aktivieren wir jetzt. Und sagen hier, nein, wir erlauben keine Passwörter. Wieder mit Steuerung O speichern und Steuerung X beenden. Und schon sind wir eigentlich fertig. Jetzt müssen wir eben nochmal unseren SSH-Dienst neu starten.
So, wenn ich mich jetzt versuche, ohne Passwort einzuloggen, beziehungsweise ohne Zertifikat einzuloggen, auch da habe ich noch ein paar alte offen, dann kann ich hier jetzt, so, das laden wir mal und schmeißen einfach mal das Zertifikat raus. So, jetzt lässt er uns nicht rein, weil er eben sagt, es ist keine unterstützte Authentifizierungsmethode verfügbar, weil wir eben kein Zertifikat haben. So, wir haben unser Zertifikat vorhin eingetragen und gespeichert. Das heißt, wir können uns eigentlich ganz normal per Zertifikat einloggen und auch weiterarbeiten. So, das war die Grundkonfiguration mit allen Grundwerkzeugen, die man eigentlich so für den Serverbetrieb braucht. Bei meinem nächsten Tutorial werden wir wahrscheinlich welche ein Grundsystem einrichten für Homepage. Das heißt auf Deutsch Apache, PHP, MySQL. Wie wir das Ganze auch noch konfigurieren, was die Fehler bei Suoshin sind, was die Gefahren bei Suoshin sind, weil generell wird bei Debian läuft der Apache im Suoshin-Modus. Das heißt auf Deutsch, er ist ein bisschen abgesichert, hat aber Probleme mit PHP MyAdmin, was auch ein sehr schönes Programm ist zur Konfiguration und zur Verwaltung von MySQL-Datenbanken. Dazu kommen wir, wie gesagt, im nächsten Tutorial. Für heute soll es erstmal gewesen sein und ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Tutorial auch wieder ein.